Diese Aufnahmen sorgen in Argentinien gerade für große Empörung. Gezeigt wird ein Polizeieinsatz bei einer Demonstration auf einer Autobahn in der Provinz Buenos Aires. Zu sehen ist ein Polizist, wie er offensichtlich absichtlich auf die Kühlerhaube eines Wagens springt und sich dann fallen lässt, als wäre er angefahren worden. Ein Kollege eilt ihm zu Hilfe, der Mann lässt sich schwerfällig aufhelfen. Der Polizeieinsatz war am 31. Juli. Dieses Video ist erst vor ein paar Tagen veröffentlicht worden. Nach dem vermeintlichen Unfall bedrängen die Sicherheitskräfte die Insassen des Wagens. Schließlich zerren sie den Fahrer heraus und nehmen ihn fest. Die Demonstranten waren unterwegs, um für bessere Arbeitsbedingungen in ihrem Unternehmen, einem Autozulieferer, zu protestieren. Der Vorfall wird nun untersucht.